und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Pressegespräch. Darf ich Sie da vorab darüber informieren, das ist die erste PK, die hier im Livestream stattfindet. Heißt dann nur für später, bitte, damit auch die Leute, die das im Internet mitverfolgen, wir haben ein Mikro, wenn Sie Ihre Frage stellen, kommt ein Mikro, dann erst die Frage stellen und dann bitte die Antwort von unserer Seite. Ebenso darf ich Sie vor dem Start der PK darüber informieren, dass wir uns soeben mit dem FC St. Gallen in der Schweiz auf den definitiven Transfer von Mario Leitgeb geeinigt haben. Über die Ablösemodalitäten ist wie immer Stillschweigen vereinbart worden. Leitgeb wechselt mit sofortiger Wirkung endgültig und fix in die Schweiz. Soweit zu dieser Transfersache. Darf Sie jetzt über das Derby informieren. Große Vorfreude im gesamten Club auf das letzte große Wiener Derby in der quasi alten Generale Arena. Das steht ja seit den Cup-Spielen von Dienstag und Mittwoch definitiv fest. Wir haben für dieses Match 12.500 Karten aufgelegt, 10.500 Tickets sind abgesetzt, die Nord- und die Südtribüne sind bereits ausverkauft. Es gibt noch auf der Westtribüne für die Heimfans sowie auf der Osttribüne Karten. Wir hoffen natürlich, dass die Leute dementsprechend uns unterstützen, dass das Stadion ausverkauft ist. Tickets gibt es wie immer an den Tageskassen, aber natürlich auch über Windticket elektronisch bzw. beim Ticketpavillon bei der Staatsoper. Wie immer beim Derby ist natürlich auch die Sicherheit ein großes Thema. Es hat Sicherheitsbesprechungen schon letzte Woche gegeben. Das Stadion wird bereits ab heute Abend dementsprechend bewacht und überwacht. Wir bitten die Stadionbesucher wirklich am Sonntag früh anzureisen, da es auch Kontrollen dementsprechend geben wird. Und es wird auch eine genehmigte Choreografie der Austria-Fans geben. Die Viola Fanatics haben etwas Tolles vorbereitet. Diese Choreografie ist dann auch genehmigt. Auch unser Fanshop hat sich einiges einfallen lassen. Der Sonntag ist ja nicht nur der große Derby-Tag, sondern auch der Valentinstag. Deswegen gibt es an diesem Tag für unsere weiblichen Fans alle Damenartikel aus der Kollektion zum halben Preis. Und der Alex Grünwald, der leider aufgrund seiner gelben Karte in Grödig gesperrt ist, wird um 15.15 Uhr den Fans für Talk, Autogramme, Selfies, Fotos etc. zur Verfügung stehen. Und bis Sonntag läuft auch noch unsere Aktion für die Austria-Fans, zwei Trikots zum Preis von einem. Also ich glaube, auch da ist für die Austria-Fans alles dabei. Und auch im Umfeld und vor dem Spiel gibt es auch auf dem Rasen einiges, nämlich zwei Ehrungen, die uns besonders freuen. Auf der einen Seite dürfen wir unsere erfolgreiche U19-Mannschaft, die im Jänner als erste Mannschaft zum dritten Mal hintereinander das größte U19-Turnier in Europa gewonnen hat, ehren. Und ich glaube, es ist ein sehr würdiger Rahmen für die Jungs, die was Tolles erreicht haben für den Club, mit dem besten Spieler Prokop und dem besten Torschützen Fitz, dass die sozusagen auch auf dieser Bühne geehrt werden. Freut uns sehr. Und Heli Kögelberger, unglaublich aber wahr, ist bereits 70, hat ja auch die Austria mitgeprägt, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, und daher wird er dementsprechend auch bei diesem großen Wiener Derby geehrt werden. Und natürlich zieht dieses Derby, das haben wir Ihnen auch angeführt, was wir bisher haben, viele Scouts national und international ab. Neben dem Teamchef Marcel Koller werden Scouts aus der deutschen Bundesliga, Italien und England auch anwesend sein. So viel zum Organisatorischen. Ich darf gleich an unseren Trainer weitergeben, Thorsten Fink, der uns nach dem heutigen Training die letzten sportlichen News geben kann. Und anschließend dann bitten wir um Ihre Fragen. Und wie gesagt, bitte auf das Mikrofon warten. Dankeschön. Ja, danke Markus, danke. Ja, wir freuen uns natürlich auf das Derby am Sonntag. Wir sind gut in die Rückrunde oder aus der Winterpause gekommen, mit zwei Siegen, 2-0 gespielt, eine Runde weitergekommen im Cup, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Bis 19. April, glaube ich, ist die nächste Runde, sind wir mit dabei, freuen uns auf die Auslosung am Sonntag vor dem Spiel und ja, freuen uns dann auf das Spiel gegen Rapid. Ich hoffe, dass es ähnlich gut wird wie in den letzten beiden Spielen, auch wenn wir das erste Spiel verloren haben und Rapid das zweite. Ich glaube, beide Spiele waren ein Spitzenspiel, beide Spiele waren mit viel Tempo, hohem Einsatz und im Rahmen des Erlaubten, also Fair Play ist trotzdem gefragt, aber mit allen Mitteln, die man machen darf, wollen wir dieses Spiel natürlich gewinnen. Also unsere Mannschaft strotzt vor Selbstvertrauen.
weil, wie gesagt, aus der Winterpause muss man erstmal mit 2 Siegen kommen. Und von daher bin ich sehr optimistisch, dass wir ein gutes Spiel abliefern werden. Verletzt, Roy Keert hat heute trainiert, ist noch fraglich. Und Alex Grünwald ist ja eh gesperrt. Und von daher für Alex spielt Tarkan sehr best. Und bei Roy lasse ich noch auf, bitte. Vielen Dank, Thorsten. Ihre Fragen bitte. Ja, also ich erwarte immer eine aggressive Mannschaft, die das Derby gewinnen will. Und von daher müssen wir einfach dagegenhalten. Ich kann mich nicht um die Situation des Gegners kümmern. Ich weiß, dass es ein schweres Spiel wird für beide Seiten. Ich glaube auch nicht, dass es hoch ausgehen wird auf eine Seite, sondern ich glaube, es wird ein sehr enges Spiel werden. Und derjenige, der mehr Fehler macht, wird das Spiel verlieren. Und statistisch gesehen gehen Derbys häufig zwar unentschieden aus, aber wir wollen dieses Spiel gewinnen. Nächste Frage bitte. Sollte Kehrt nicht können, welche Alternative gäbe es da? Ja, Vukojevic oder Gorgon auf der Position. Vukojevic halt und Tarkan sehr best für Roy Keert, was wir schon öfter gespielt haben. Lassen sich dann überraschen. Ich hoffe, dass Roy spielen kann. Heute, wie gesagt, hat er mit trainiert, nicht das ganze Training, und wir schauen die Reaktion bis morgen ab. Und dann werden wir sehen. Wäre Windwichler auf der 6 auch in Überlegung? Nein, also wir haben auf jeder Position Spieler, und es sollen eigentlich die da spielen, die auch dort ihre Konkurrenz haben oder ihren Konkurrenten haben, und von daher ist es auch möglich, dass wir mit Dominik Prokop spielen, ist auch möglich. Bitte, Martin Lang. Ja, also ich glaube, dass wir, wenn Sie unsere Spiele zugeschaut haben, dass wir ein gewisses Konzept oder Philosophie haben, das kann man erkennen, und von daher werden wir davon auch nicht großartig abweichen, aber trotzdem müssen wir in diesem Spiel alles in die Waagschale werfen. Also wir müssen defensiv hervorragend stehen, weil auch der Gegner wird uns beschäftigen. Rapid ist eine spielerisch hervorragende Mannschaft. Wir müssen gut kontern können mit unseren schnellen Spielern, die wir zweifelsohne auch jetzt noch mehr haben mit Venuto, also eine Waffe mehr. Wir werden versuchen, natürlich auch Ballbesitz zu haben, auch wie gesagt, unser Spiel durchzubringen. Und das kennen Sie mittlerweile. Und wir werden jetzt nicht experimentieren. Ja, das ist sicherlich eine große Qualität auch diesmal, dass auch der Torwart mal dazugehört, der dir mal ein Spiel gewinnt, der dich weiterbringt, der mal das Ergebnis zu Null gestaltet. Das sind immer wieder andere Leute, und wenn man 1-0 gewinnt, ist das immer eine Qualität. Ich habe aber auch noch keine Mannschaft gesehen, jetzt in der Rückrunde, die restlos überzeugt hat, muss ich eben bis jetzt sagen. Und wir versuchen natürlich wieder ein tolles Derby abzuliefern, und das ist immer unser Ziel, und ich glaube, bis jetzt ist das in den Topspielen sehr gut gelungen. Nächste Frage bitte. Oder ja, ich denke, das ist ein bisschen da.
Ja. Ich habe mir noch keine Gedanken über den Valentinstag gemacht am Sonntag. Mal schauen. Erst konzentriere ich mich mal auf das Spiel, dann werde ich meine Frau anrufen nach dem Spiel. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Bitte, Martin Lang. Das war heute auf der Pressekonferenz doch schon der Juli, aber doch Meistertitel, Ambitionen in irgendeiner Art der Rede. Wie schaut es bei der Austria im Moment aus? Die Anführungszeichen Richtungsweisung, wie man das sagen, während dieses Darlehens in Bezug auf den Wettkampf? Wir haben jetzt erstmal einen Riesenschritt gemacht, indem wir Graz und die Almira auf Abstand gehalten haben oder den Abstand eigentlich vergrößert haben. Das war unser Ziel, das haben wir geschafft, das ist schon mal top, aber trotzdem werden wir unser Ziel jetzt nicht verändern. Wie gesagt, eine Niederlage gegen Rapid Wien würde bedeuten, dass Red Bull Salzburg wahrscheinlich wegziehen würde. Also was brauchen wir da von Meisterschaft reden, wir bleiben bei unserer Strategie. Gut, gibt es noch jemanden anderen außer dem Martin Lang, der eine Frage stellen möchte? Bitte. Wie geht es mit dem Leistungstransfer außerhalb vom Transferfenster? Weil die Schweiz noch offen ist, das heißt abgeben können sie, ist so wie China noch offen ist oder Norwegen noch offen ist, also abgeben in das Land können sie. Europacup ist kein Thema, das wäre ja auch zu, aber in das Land abgeben können sie. Gut, wenn ich keine weiteren Fragen mehr sehe, dann herzlichen Dank fürs Kommen. Stärken Sie sich noch am Buffet und wir sehen uns beim großen Wiener Derby am Sonntag. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.